Das 183. Schützenfest in Werdohl hatte wie gewohnt am letzten Tag des Festes sein Regiments- und Jungschützenvogelschießen am Festplatz. Begleitet wurde das Frühschoppen und Vogelschießen von der Schützenkapelle Kreuzberg. Die ausgelassen gute Stimmung war auch dem strahlenden Sonnenschein zu verdanken. Und so war die Wartezeit, bis der Vogel denn endlich fiel, auch gar nicht so bemerkenswert. Nach 476 Schüssen fiel dann endlich der Vogel um 13.13 Uhr. Und der Werdohler Schützenverein hat mit Hans-Jürgen Erbstößer seinen neuen Schützenkönig. Mit dem 476. Schuss holte er den A von der Stange. Auf unseren neuen König ein dreifachkräftiges Horri! 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 Horri!